zu und... Hey, hallo! What the... Okay, das ist mal eine Begrüßung. Da sind wir wieder. So, da ist die 2, jetzt heißt das Licht. Wir haben hier die Dunkelheitsmission. Der Kerl der Dunkelheit. Iramis also. Und da gehen wir jetzt hin. Um sie zu besiegen. Je mehr Elixen ihr entkommen, desto besser geht es mir. Sie verdienen Sicherheit weit weg von Iramis. Ein Sieg, ja. Aber es gibt noch mehr. Und wenn ich sie finde, werden sie alle sterben. Auf immer wieder sie. Verräter wie du sind meines Reiches nicht würdig. Iramis, es sollte nie ein Reich werden. Sondern eine Heimat. Heimat? Unsere Heimat wurde uns von deiner einst großen Maschine genommen. Es gibt keine Heimat für uns, solange sie noch lebt. Iramis. Varix hatte insgeheim gehofft, dass es seine alte Freundin noch gäbe. Aber nach deinen Taten war mir klar, dass dem nicht so ist. Weißt du, warum sie uns Gefallene nennen? Es war nicht unser Wirbelwind, der uns diesen Namen einbrachte. Wir sind Gefallene, weil Elixni wie du nie gezeigt haben, dass wir uns behaupten können. Für die Menschheit waren wir immer schwach, immer dem Untergang geweiht. Aber von dem Moment, als uns die einst große Maschine im Stich gelassen hat, wusste ich, was zu tun war. Ich war die Einzige, die die Kraft hatte, es zu tun. Also verzeih mir, Verräter, aber diese Freundin, die du meinst, sie hat niemals existiert. Oh, das ist aber nicht, das ist nicht gut. Hier noch ein paar Scharfschützen. Ja, es ist halt, sie möchte ja eigentlich auch nur, dass es den Gefallenen gut geht, aber ich habe manchmal so das Gefühl, sie hat so einen Machtanspruch, dass sie nicht nur will. Okay, da kommen noch mehr. Wir düsen durch. Wir müssen. Ihr seid nicht meine Feinde. Iramis ist mein Feind. Wow. Was passiert hier denn? Nein, das ist nicht gut. Du willst es wissen? Er wollte es wissen. Er hat danach gefragt, er hat es gekriegt. Oh Gott, sind das viele Servitoren. Sind übrigens entweihte Servitoren. Sie verwenden die nicht mehr so, wie sie sie eigentlich verwenden sollten. Zumindest das Haus der Erlösung nicht. So nennt sich nämlich das Haus von Iramis. Haus der Erlösung. Ich möchte lieber alle zum Haus des Lichts schicken. Obwohl, ich muss zuerst sicherstellen, oder wir müssen zuerst sicherstellen, dass die dann nicht auch irgendwann gegen uns agieren. Sag hallo nochmal, ey. Wir hauen aber ordentlich rein hier jetzt schon. Ich glaube, ich bin mal so frei und nehme eine Schrotflinte mit, ja. Die wird uns zu mehr Ruhm verhelfen, hoffe ich. Ah, da hinten ist nochmal... Oh Mann, oh Mann. Ziel suchen, deswegen kann ich ein bisschen oben drüber zielen, dass sie nach unten dann wieder wegflitzt. Das sieht nicht unbedingt gut aus. Ich. Oh. Nein. Aus. Ja, gut. Nein, ich habe mich selbst getötet. Aber ich bin ein Hüter, ich kann mich wiederbeleben. Also mein Geist tut das für mich.
Leute, Iramis. Mann, ey. Kriegt mir aber auch ordentlich Leute entgegen hier. Mensch, Mensch, Mensch. Da muss ich weiter. Ist die Tür noch nicht offen? Irgendwas ist noch unsichtbar. Ich höre ihn. Ihr wisst. Ja, ich, wie gesagt, ich, es ist nicht so, dass ich es nicht verstehen würde. Darum geht's nicht. Es geht um die Mittel, die du verwendest. Was diese Mittel mit dir tun. Wow. Wie war, die sind nicht gerade ohne. Unser letzter Madre. Hier, Raketenwerfer Munition. Halleluja. Und um. Okay, er will nicht sterben durch Niederschlagen. Okay. Der war jetzt. Zähes Stück. Ein zähes Stück. Ja. Aber geht gar nicht, Entschuldigung. Ich muss mal einfach ganz kurz so. Wir machen das so, okay? Viel besser. Damit man auch sieht, dass wir das Licht verwenden. Erfüllt vom Licht sind wir noch. Die Dunkelheit zu besiegen hier. Sache. Das ist Stärke, nicht Schwäche. Oh, bitte, Varix. Du bist nur hierher gekommen, um dich zu verstecken. Wie ein Feigling. Nein! Die Freilassung der Wächst brachte die Elixni in Lebensgefahr. Viele sind bereits umgekommen. Iramis, du bist der wahre Feigling. Sei still! Ich habe genug von dir, Varix. Ich glaube, die verstehen sich nicht mehr. Ja. Ich sind mal in der Super, damit wie dieses Blöds. Sie wirft mir aber auch gefühlt alles entgegen, was sie hat, nicht? So scheint es. Yep. Pixis. So, 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 meine Faust ist stärker als euer Arm. Oder was auch immer da. Da ist sie. Iramis. Willkommen zurück. Es ist Zeit, dem Ende zu begegnen. Dem Ende zu. Okay. Dem Ende also. Ich weiß das nur nicht. Du verstehst diese Macht nicht. Besser als du. Du verstehst das Licht nicht. Wer das Licht versteht, versteht auch Teile der Dunkelheit. Okay. Da will sie mich wieder. Verschwendet.
deine Ketten zu zerschlagen. Geist. Das ist... Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ha! Sieh, was ich dir geschenkt habe. Kein Licht mehr. Keine Dunkelheit. Fokussiere deine Macht. Lass sie wachsen. Oh, wie interessant. Das Einzige, was wir hier zerschlagen müssen, bist du. Dann los, Lakai. Zeig mir, was die Freiheit dir gebracht hat. Beastasis. So. Komm zu mir, Lakai. Jo, ich muss aufpassen, dass sie mich nicht anschreit. Machen wir hier eine Wand, damit sie nicht von den Servitoren geschützt werden kann. Ich muss hier. Okay. Hätte auch in die Hose gehen können. Mir bleibt als Titan halt nicht so viel Wahl, ne? Ich muss nah ran. Nee, nee, ich glaube, ich schließe dich da einfach mal ein, okay? Dann gibt's eine Wand vor uns. Bin gleich soweit. Sie weiß nicht, wie ich es einsetze. Und sie soll die Dunkelheit... Ich mach mal eine Wand, nicht, dass sie mich wieder einfriert. Ich mach mal nochmal eine Wand. Wir bauen hier ein Haus. So. Boah, da kommen wieder mega viele Servitoren, die sie beschützen wollen. Diese Macht war für mich und die Elixier. Irgendwie kann ich gerade den Nahkampfangriff nicht durchführen. Ganz komisch. Aha! Ende. So wird es nicht enden. Es kann nicht. Was? Tja, da hat die eigene Dunkelheit sie selbst eingefroren. So, so. Es ist vorbei, Eremis. Pyramide greift sie. Was für eine Aussicht. Hier sieht man es gut, ne? Braytech. Darum geht's. Braytech. Über Braytech. Frag mich, was hier ganz oben war. Naja, also. Auf zu Fremden. Sie wird uns wahrscheinlich jetzt sagen, dass wir das letzte Stück
verwenden können. Im Prinzip haben wir jetzt ohne Artefakt die Stasis verwendet, ne? Sie hatte uns das Artefakt zerrissen und wir haben es trotzdem verwendet. Vorher aber noch mit Erisen zu reden. Von wahrer Meisterschaft bist du weit entfernt, aber deine Fortschritte mit der Stasis dienen unserer Sache. Hoffentlich wird dein Beispiel andere ermutigen, diesen Weg zu erkunden. Die Vorhut ist uns dreien gegenüber misstrauisch, aber dir, dir vertrauen sie. Bestätige sie darin. Zeige, wie die Dunkelheit für das Gute eingesetzt werden kann, so wie das Licht für das Böse. Das ist erst der Anfang, Hüter. Wir haben noch viel mehr zu entdecken. Diese Macht steht dir gut, Kleiner. Wirklich schick. Wenn die Welt zugrunde geht, machen Leute wie du und ich einfach weiter. Es warten immer irgendwo Arbeit und Lohn. Setz diese schicken neuen Fähigkeiten doch mal im Gambit ein, okay? Eher nicht so. So, wie sieht's aus? Du siehst, die Dunkelheit ist in dir. Sie ruft dich wie viele andere zuvor. Überlebenszeiten und Zeitachsen hinweg. Hinter unserer Welt liegt eine weitere, von der Dunkelheit durchdrungen. In der Hüter dem Ruf der Versuchung folgend ihr Lichtaufgaben. In jener Welt warst du keine Ausnahme. Doch hier, in dieser Welt, schlummern Licht und Dunkelheit in dir, Seite an Seite und geben dir Kraft. Denk daran, wenn du erneut die Ziggurat aufsuchst. Du bist aus einem einzigen Grund hier, um die Dunkelheit in dir bestmöglich zu nutzen. Es ist Zeit. Sie erwarten dich. Ich verstehe. So. Das letzte Teil von Eremis. Letzte Artefakt, wenn man so will. Schauen, was daraus wird. Let's go. Das kennen wir noch. Im Pyramidenschiff sind wir nun. Ich will nur, dass du weißt, ich bin bei dir. In Licht oder Dunkelheit. Wir sind Partner. Jederzeit. Was nun? Innenwohnen der Dunkelheit annehmen. Haha! Wir haben die Stasis. Finally. Müssen wir nochmal zurück, hä? Oh, mein Panzer leuchtet anders. Ist ja nett. Er leuchtet jetzt dunkel, also Stasisfarben. Neulich. Deine letzten Worte, Fremde? Du kontrollierst die Dunkelheit in dir und hast Eramis Ende besiegelt. Es ist Zeit, dass ich dir die Wahrheit offenbart. Ich erwähnte bereits eine andere Zeitachse. Meine. Dort war Eramis am Leben und die dunkle Versuchung gedieh. Sie durchdrang den Verstand der Guten, machte Jagd auf ihre Sehnsüchte und entfesselte ein neues, dunkles Zeitalter. Ich fürchtete, diese Entwicklungen seien unabwendbar, und das tue ich noch. Doch du gibst mir Grund zur Hoffnung. Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen diese dunkle Zukunft verhindern. Dank dir sehe ich nicht länger einem Niedergang entgegen, nur einem hoffnungsvollen Neuanfang. Das ist gut.
So. Kriegen wir ganz viel Zeugs. Das war die Hauptstory, meine Damen und Herren. Wir müssten jetzt noch mit Commander Zavala reden. Wir fliegen kurz hin. Wir machen das aber noch schnell auf den Turm. Zack, boom, let's go. Ja, das war jetzt eigentlich die Hauptstory. Es gibt jetzt noch Nebenstories, also noch so, wo wir verschiedene Sachen erfüllen müssen. Ich guck mal, ob ich das eine oder das andere noch mache als Let's Play. Ob wir da vielleicht noch ein bisschen die Sachen anschauen. Kann ich aber noch nicht versprechen. Was auf alle Fälle sein wird, ist, wenn es dann weitergeht mit einer Season, wo vielleicht storytechnisch was kommt oder so, wird es natürlich wieder ein Let's Play geben. Das geht dann natürlich weiter. Ist ein bisschen schwierig, weil teilweise gibt es schöne Storylines, teilweise gibt es ein bisschen weniger. Ist immer ein bisschen abhängig davon, was Destiny denn bietet. Ob es in einer Season da wirklich was zu erzählen gibt, Let's Play technisch, oder halt eben nicht. So, Zavala, mein Guter. Das sieht aber... Hat man schon immer so viel von der Stadt gesehen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Schon, ne? Na gut, also, Commander Zavala. Aramis ist fort. Ich finde deine Methoden zwar recht gewöhnungsbedürftig, aber du hattest Erfolg. Europa birgt eine Fülle an Wissen aus dem goldenen Zeitalter. Dieses Wissen, ob gut oder schlecht, gehört der Menschheit und darf nicht in die Hände unserer Feinde geraten. Ohne ihren Kell werden die Gefallenen sich verstreuen. Mit häufigen, gezielten Angriffen sorgen wir dafür, dass das auch so bleibt. Ich habe eine Abmachung mit den Erwachten. Varix hilft uns, Europa zu sichern und erhält dafür vorübergehend Immunität. Nach dem, was Kate passiert ist, habe ich zwar ein ungutes Gefühl dabei, aber wir haben jetzt dringlichere Probleme. So ist es. Das hier wären eben diese Nebenmissionen, von denen ich gesprochen hatte. Nun, auf Wiedersehen. Das war die Hauptstory von Jenseits des Lichts. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn noch was kommt, dann gibt es einfach noch eine Folge hinten dran. Ansonsten war es das mit der Stasis und es würde dann weitergehen bei der nächsten großen Erweiterung oder bei der nächsten Folge, wo es irgendwie Let's Play-technisch was zu tun gibt. Lasst sehr gerne einen Kommentar da, wie ihr die ganze Reihe fandet. Lasst gerne ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Und schaut euch auch gerne andere Let's Plays an auf diesem Channel. Ja, Mann, komm mal, ich bin hier was am Erzählen. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann.